Herzlich willkommen zum Innovationstag der Serviceplan-Gruppe im Haus der Kommunikation München. Über 300 Gäste sind heute hier, um Referenten wie zum Beispiel Sonja Zietlow oder Dr. Heiner Geißler zuzuhören. Ja, insgesamt werden 19 Referenten über die Themen Innovation und Kommunikation berichten. Und was die neuesten Trends im Jahr 2011 sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich freue mich am meisten auf den Vortrag oder Workshop am Nachmittag, wo es darum geht, aus Shopper-Informationen mehr businessrelevante Themen rauszuholen. Ich freue mich noch auf die Consumer Decision Journey, da das das große Thema ist insgesamt. Und da bin ich mal gespannt, was ich heute noch zu hören bekomme. Ja gut, ich war der Erste, der geredet hat, deswegen kann ich nicht sagen, was am Ende dabei herauskommt, aber die Idee ist gut, dass eben führende Leute, Leute, die etwas zu sagen haben und die wichtig sind für die Medien, zusammenkommen und zwei Tage lang Erfahrungen austauschen, neue Dinge entwickeln und Ideen erfahren, von denen sie vielleicht bisher noch gar nichts gehört haben. Er ist einfach genial in seiner Art zu formulieren, zu argumentieren. Das ist schon sehr, sehr geschickt. Zwei Beispiele habe ich jetzt mal mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, was heißt denn das eigentlich im Detail, weil hinter jedem von diesen Clustern verbergen sich natürlich Details. Also es ist einfacher, Frauenzielgruppen mit einem bestimmten Programm anzusprechen als Männer. We have to innovate because consumers will have our brands in their hands at all times. And so I think that's very exciting. We have to be innovative and fresh and original in order to deliver the right message to their customers. We in our business have the responsibility for our clients of staying right on the cutting edge in terms of what technology can do to the business we're in. This double theme was very, very funny. Sure, I love it. Me too. I was asking myself, before the campaign, did you have a stubble? Never. I've always been clean shaven. I always knew the truth, what women wanted. How did you know that? Well, that's a secret. Es gibt immer bei Konkurrenten Ideen und Innovationen, auf die wir neidisch sind, die wir zum Teil adaptieren. Glücklicherweise gibt es bei uns auch Innovationen, auf die die Konkurrenz wiederum neidisch ist. Sie müssen mit ihren Fehlern offener umgehen, als sie das vor 20 oder 25 Jahren als traditionelles Medium, Medienunternehmen gemacht haben. Möchtest du noch was dazu sagen? Nee, sie hat alles, glaube ich, gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist relativ kurz, was bei mir immer nicht so oft passiert. Ich fand es sehr spannend, dass sowas überhaupt gemacht wird noch von Unternehmen. Ich finde es eine rundum gelungene Veranstaltung.